Also, ich habe mich dazu entschieden, heute mal ein besonderes Video zu machen. Ich fliege genau in 7 Stunden schon in die Türkei, also in 3 Stunden fahren wir los zum Flughafen. Der Grund, warum wir in die Türkei fliegen, ist, dass meine Cousine heiratet am Samstag und wir haben jetzt bereits Donnerstag. Es ist Mitternacht, schon 0 Uhr. Ich muss noch meine Tasche packen und ja, und ich dachte, es wäre mal cool, euch zu zeigen, wie es in der Türkei wirklich ist, weil wenn viele von euch da Urlaub machen, dann gehen sie wahrscheinlich in ein Hotel und sehen nur ein bisschen von der Innenstadt, aber sonst nur die Hotelanlage. Da dachte ich, es wäre mal schön, wirklich eine türkische Familie zu sehen. Ich versuche jetzt erstmal meine Tasche zu packen, 3 Stunden zu schlafen und dann gucken wir weiter. Bis gleich. Wir haben jetzt, wie ihr seht, 4 Uhr und ich bin schon total müde, aber wir fahren jetzt in 15 Minuten los. So, wir haben jetzt 12:30. Mein Vater und ich sind jetzt in ein Hotel gefahren. Normalerweise würden wir bei meiner Tante schlafen. Allerdings ist die Hütte wirklich brechend voll, weil wirklich sehr viel Besuch kommt. Deswegen hat meine Mom mich und meinen Vater hier hingeschickt, damit wir jetzt für diese 4 Tage in einem Hotel schlafen. Dann kann ich euch mal kurz zeigen, wie das Hotel aussieht. Ich kann auch jetzt mal noch sagen, was heute noch so passiert ist. Wir sind da halt erstmal angekommen. Es gab halt Essen. Dann kam halt auch meine Schwester da an. Die lebt jetzt seit kurzem jetzt in der Türkei wegen ihrem Medizinstudium. Dann habe ich ihr halt ein Geschenk übergeben. Dieses Herz, das medizinische Herz für ihr Studium. Sonst war ich mit meinem Cousin ein bisschen im Einkaufszentrum und habe ein paar Sachen gekauft und dann noch ein Bier. Sind dann zurückgefahren, haben getrunken, ein bisschen gezockt und ja, dann sind wir hier hingelaufen zum Hotel. Thank you.
Was sind das bitte schön für Fahrstühle? Ja, ich bin jetzt wieder hier im Hotelzimmer. Es ist wirklich auch schon sehr spät. Und ich sollte auch heute eher schlafen gehen, morgen schon die Hochzeit. Des Weiteren waren wir heute noch essen. In einem schicken Restaurant. Die Bilder habt ihr jetzt sicherlich wahrscheinlich gesehen. Und ansonsten habe ich mich die ganze Zeit alleine zu Hause gelangweilt, habe Gitarre gespielt, ein bisschen am PC gezockt. Eigentlich heute nichts wirklich Besonderes. Ich bin auch nicht so wirklich rausgegangen. Wenn ich in der Türkei bin, dann ist es halt für mich so, als ob ich bei mir zu Hause bin. Ich will da nie wirklich rausgehen. Am liebsten bleibe ich zu Hause und zock oder zeichne oder ja. Ja, auf jeden Fall, ich sollte jetzt sogar schlafen gehen, denn morgen ist ein ganz wichtiger Tag. Konsept tatili çekmek, şey yapmak yani. Tatilin içine ama anı giydi. Hiç söylemiyorum. Neden öyle? Ben de şöyle bir kültür. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Bir de şu gelin çantana koyulabilecekleri. Abla güzel bir araba geldi. Biz bakabiliriz. Ay burada bu kadarız. Also wie ihr draußen hört, wird jetzt gerade Musik und Stimmung gemacht. Und ja, der Bräutigam ist angekommen und wird sich jetzt gleich in Kürze zu uns hochbegeben. Kopya çekmez. Beraber kahvenizi nerede içtiniz? Starbucks'ta. Doğru mu? Doğru. 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 Asya'yla görüşürüz. Cümle Allah'a emanet. Thank you.
Ama bize çalacak biri lazım. Çekiyorum. Buraya niye bu kadar? Wow, SPS. Lan dur burada. Zurück von der Hochzeit und es ist 2:30 und ja, ich sollte langsam schlafen gehen, denn morgen ist die Rückreise. Also, gute Nacht.